Tuff, da steht Oma Boy drauf. Ein wirklich schönes Lied, das ist schnell. Als ich weit davon entfernt war, ein Opa zu sein. Jetzt bin ich etwas näher dran, ein bisschen näher dran. Das wäre jetzt einfach als, komisch, wenn wir über faltiges Fleisch reden müssen. Und wenn man einen Spiegel, ach, guck mal. Das habe ich leider jeden Tag im Bus. Okay. Ach so, wisst ihr nicht, wir haben einen Nacktbus. Ja, Spaß macht Geld, weil es leichter. Rockstars werden wunderlich. Wir sind halt alle drei Nudisten geworden im Alter. Ihr trefft uns an unseren freien Tagen auf Tour. Wir haben einen Nudisten-Camp, gar kein Problem. Ja, das war eine richtig gute Ansage für das nun folgende Lied, das mir viel bedeutet. Aber Farin auch. Das nun folgende Lied hat Bela. Hast du es ganz bei mir zu Hause geschrieben? Oder bitte? Hast du das ganz bei mir geschrieben? Nee. Aber wir haben es bei mir aufgenommen. Ja, das aber geschrieben war ich zu Hause. Echt geschrieben hast du zu Hause? Unter großem Leid und Liebeskummer. Ja, ich weiß. Wir haben es ganz verheult an und habe erstmal Tee gemacht. Anal natürlich. Schön eingeflößt. Ja, du hast mir Tee gemacht, aber du wolltest trotzdem nicht mehr mit mir zusammen sein. Und dann habe ich halt ein Lied über dich gemacht. Vielleicht fängt das Glück mich mal zu unterwerfen.
haben wir ungefähr 20 Jahre lang nicht gespielt. Na, länger, oder? Länger. Und haben auf dieser Tour damit angefangen. Also, und es macht Spaß. Als wir es damals gespielt haben, war ich jetzt auch nicht so richtig bei der Sache. Es interessiert euch jetzt nicht so richtig, aber das Lied ist trotzdem irgendwie schräg. Es ist ein schönes Lied. Es soll eure Herzen erwärmen. Schreck. Nehmt euch ein bisschen von dem Lied Hoffnung mit in die nächste Woche, die hart werden wird ohne uns. Parkas sind abgehauen. Parkis. Es geht um den Tod.